Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei uns im Express-TV-Studio. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Studio, nämlich Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark, Mario Kunasek. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Wir haben heute viele Themen zu besprechen. Wir fangen zuallererst mit einem Thema an, womit sich viele Österreicher wahrscheinlich mit Nachwehen zwangsweise noch immer beschäftigen müssen, deshalb auch die Forderung. Sie haben nämlich gefordert, dass die steirische Landesregierung die Corona-Protokolle offenlegen soll. Welche Informationen erhoffen Sie sich von der Offenlegung und warum ist dies für Sie ein wichtiges Anliegen? Ja, wir haben ja erlebt, alle in Österreich, aber auch in der Steiermark ganz besonders. Es war ja der ehemalige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auch Vorsitzender der Landeshauptmännerkonferenz, dass die Restriktionen und die Maßnahmen durchaus welche waren, die viele Menschen belastet haben. Und die Frage ist schon, wie ist man auf diese Erkenntnisse gekommen? Ja, und man erlebt jetzt immer mehr auch im Zuge der Transparenzoffensiven, die es ja gibt, dass hier auch oftmals die Wissenschaft außen vor gelassen wurde. Also genau das eigentlich passiert ist, was nicht sein sollte, dass der Diskurs mit der Wissenschaft nicht stattgefunden hat und viele Dinge passiert sind, die weit ab von wissenschaftlichen Erkenntnissen waren. Und deshalb hat der Steirer und hat auch der Österreicher auf alle Fälle den Anspruch, darauf zu wissen, wie es zu den Entscheidungen gekommen ist. Und deshalb auch die Forderung nach der Offenlegung dieser Protokolle. Und welche Erwartungen haben Sie sich Aufklärung und Transparenz, ich glaube, das ist Gebot der Stunde, gerade auch in Zeiten wie diesen. Und dass die Corona-Politik eine war, die viele Menschen belastet hat, die auch unsere Kinder belastet haben, die im Bildungssystem Spuren hinterlassen hat, auch in der Wirtschaft. Wir alle wissen das und kennen das. Und da hat auch der Steirer, der Österreicher, den Anspruch, auch zu wissen, wie es zu diesen Entscheidungen gekommen ist. Das Land Niederösterreich zum Beispiel hat ja vor kurzem beschlossen, Corona-Entschädigungen der Bevölkerung zuzuweisen. Ist das ein Vorbild? Natürlich, selbstverständlich. Auch wir haben das bereits gefordert, wurde leider abgelehnt. Aber ich glaube, der Steirer hat auch die Möglichkeit, da im November, dann im Herbst eine Veränderung zu wählen, nämlich mit der Freiheitlichen Partei und mit mir an der Spitze, wo genau das auch dann passieren wird. Also selbst wenn es jetzt nicht passiert, dann wird es spätestens dann im November zu dieser Aufklärung auch kommen. Also wir kommen jetzt später wieder zum Superwahljahr zurück. Gesprochen von der Spaltung der Gesellschaft. Sehen Sie, dass sie seit dem Ausbruch der Pandemie in unserem Land vorherrscht? Glaube ich schon, und das spürt man und merkt man ja auch, und da sind auch unglaubliche Aussagen gefallen, die ich gar nicht alle jetzt wiederholen möchte, aber eine ist mir in besonderer Erinnerung geblieben, nämlich vom steirischen Landeshauptmann damals, der gemeint hat, Ungeimpfte sind schäbig. Und wenn man solche Aussagen dann hört von führenden Repräsentanten auch unseres Landes, dann ist klar, dass das zu einer Spaltung auch führt und bis hinein in die Familien, wir alle haben das erlebt. Und natürlich ist das noch immer ein Thema und ist noch immer vorhanden und deshalb wäre es auch wichtig aufzuklären, um dann diese Gräben, die es möglicherweise dort und da immer noch gibt, dann endlich auch einmal zuzuschütten. Ich glaube, viele Österreicher haben sich damals gezwungen gefühlt, sich impfen zu lassen. Ja, von diesem Zwang zur nächsten Zwangsbeglückung, wir sprechen jetzt von den ORF-Gagen und über die Medientransparenz in Österreich. Wie stehen Sie zu den aktuellen Diskussionen über die Gagen im ORF? Sehen Sie Bedarf für eine Reform in der Finanzierung oder Struktur des ORFs? Na, selbstverständlich gibt es diese und hat die Freiheitliche Partei ja über viele Jahre eine klare Position. Aber zu den Gagen vielleicht noch ein paar Sätze. Na, natürlich fragt sich da der Steuerzahler und natürlich auch alle, die arbeiten gehen, die auch einen Beitrag leisten, was passiert mit meinem Geld? Und wenn man dann eben auch liest, dass es hier Menschen gibt, die über 400.000 Euro brutto im Jahr verdienen, dann ist das schon etwas, was viele Menschen aufregt. Und das kann man durchaus verstehen. Und wenn man dann die Argumentation auch teilweise erhört, wo man sagt, naja, der eine muss halt um 2:30 in der Früh aufstehen und damit ist es gerechtfertigt, da sage ich ganz offen, viele andere Menschen müssen auch um 2:30 aufstehen. Das sind Polizisten, Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte, all jene, die auch dafür 24 Stunden sorgen, für unsere Sicherheit da zu sein. Also es ist auch die Argumentation sehr fragwürdig und auch die Gehaltspyramide an sich zu hinterfragen im ORF, weil ja diese Spitzenverdiener oftmals auch nicht die Top-Manager sind, sondern die sind einfach auch ja, Moderatoren, so wie Sie. Sie werden keine 400.000 Euro verdienen, schätze ich einmal, nehme ich einmal an. Leider noch nicht. Und da fragt sich dann der Steuerzahler selbstverständlich, na, was läuft in diesem System falsch? Und man kann dem ORF nur dringend ans Herz legen, über die Strukturen nachzudenken, über die Gehaltspyramiden nachzudenken. Niemand wird einem Top-Manager entsprechende Gehälter neidig sein. Aber ja, diese Liste von jenen mit über 170.000 Euro gibt zu denken und da gibt es massiven Reformbedarf. Also sei es jeden Vergönnt, der auch wirklich diese Leistung bringt, so viel zu verdienen. Aber ich glaube, viele Österreicher stört es einfach, dass es zwanghaft ist. Wir müssen ja dafür zahlen. Ja, man darf nicht vergessen, ich glaube, das durchschnittliche Einkommen des Österreichers sind 33.000 Euro brutto im Jahr. Im ORF sind das 90.000 Euro, über alle Mitarbeiter gerechnet. Und die Spitzenverdiener mit über 170.000 bis weit über 400.000 Euro, da stimmen die Größen einfach nicht mehr. Und da hat man schon das Gefühl, dass Leistung in diesem Land zu wenig belohnt wird
und wenn man sich richten kann und die richtigen Verträge hat, dann eben auch solche Gehalte dann auch möglich sind. Wie genau sollte Ihrer Meinung nach die Gehaltsstruktur im ORF gestaltet werden? Ich glaube, da muss man auch internationale Vergleiche heranziehen, selbstverständlich, aber es muss eine Gehaltspyramide geben. Und da wundert mich ein bisschen die Position des ORF, weil ja in der Politik immer Transparenz eingefordert wurde. Und ich glaube, da sind wir auf einem relativ guten Weg mittlerweile. Jeder kann nachlesen, was ein Abgeordneter verdient und was seine Nebeneinkünfte sind. Aber es gibt einen Ausgangsbetrag und es ist der Abgeordnete zum Nationalrat und dann gibt es eine Gehaltspyramide. Ganz oben steht der Bundespräsident und dann geht es runter bis in die Landtage und so weiter. Und Ähnliches stelle ich mir auch für den ORF vor. Dann ist auch klar, warum jemand das verdient, was er verdient. Auch das gibt es in dieser Form ja nicht. Ich habe vor allzu langer Zeit mit ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler gesprochen. Über die Zwangsgebühr würde sie abschaffen. Was halten Sie davon? Selbstverständlich auch wir. Eine Uraltforderung der Freiheitlichen Partei. Und ich glaube auch der Wunsch vieler Österreicher. Und da möchte ich noch einmal den Bogen in die Steiermark spannen. Wir haben ja noch dazu die Landesabgabe auch noch, die ja der Landesregierung noch einmal ein bisschen Taschengeld auch in das Budget spült. Also einen Steirer-Malus, ja, den wir Freiheitliche auch seit Jahren abschaffen wollen, aber bis dato leider auch erfolglos. Da hält die ÖVP und die SPÖ dran fest. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was Sie wahrscheinlich persönlich sehr beschäftigen wird. Im Mai des Vorjahres ging bei der WKStA eine anonyme Anzeige ein. Es geht um angebliche Ungereimtheiten der Finanzierung um Ihren Hausbau. Wie rechtfertigen Sie die Herkunft der finanziellen Mittel für Ihr Bauprojekt und wie beabsichtigen Sie Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte oder Unregelmäßigkeiten zu adressieren? Ja, zunächst einmal möchte ich festhalten, dass wir von Beginn an in dieser ganzen Causa immer mit den Behörden kooperiert haben, das ist ganz klar. Möchte festhalten, ich bin ein Häuselbauer wie jeder andere auch, habe mehrere Kredite laufen, die bedient werden, also ganz normal finanziert. Und Sie haben ja gesagt, anonyme Anzeigen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Sittenbild in der Politik. Und da muss man sich immer fragen, wem nutzt das Ganze? Ja? Und das ist der politische Gegner auf der einen Seite. Und das zeigt erst auch das Vorgehen der ÖVP und des Abgeordneten Hanger, was den Untersuchungsausschuss betrifft. Da liegen die Nerven halt blank, ja, bei der Volkspartei. Man ist klar, wenn der Herr Landeshauptmann in Umfragen auf dem dritten Platz liegt, mehr als 10% verliert zum letzten Mal, dann wird eben auch versucht, mit solchen Mitteln Politik zu machen. Und die sagt das ganz offen, das ist Dirty Campaigning in Reinkultur. Wird leider immer mehr. Das wird Politik mit dem Strafrecht gemacht, nicht mit den besseren Argumenten. Ich sehe dem Ganzen trotzdem gelassen entgegen, wenngleich ich froh wäre, wenn es die Anzeige nicht gegeben hätte, ganz klar, weil es geht tief in den privaten Bereich, es belastet die Familie, aber das stehen wir durch gemeinsam, ich und meine Frau und mein Sohn, und dann wird es auch irgendwo Gerechtigkeit geben. Ich hoffe, so rasch wie möglich, weil natürlich die Landtagswahl nicht beeinflusst werden sollte mit solchen Dingen. Herr Herrmann hat es ja auch als Schmutzkübel-Kampagne bezeichnet. Wahrscheinlich liegen die Nerven blank vor den Nationalratswahlen. Naja, es kommen erst drei große Wahlgänge. Wir kommen dann vielleicht eh noch dazu mit der Wahl zur Europäischen Union, mit der Nationalratswahl und der Landtagswahl. Und ich habe schon das Gefühl, da wird ja mit dem Schmutzkübel erst einmal versucht, möglichst viel an Dreck zu verschütten. Irgendwas wird schon hängen bleiben. Aber ich habe auch das Gefühl, bei den vielen, vielen Gesprächen mit den Menschen, das wollen die nicht. Ja? Und in Wahrheit wird auch der Untersuchungsausschuss, das wichtige parlamentarische Instrument der Kontrolle, ja damit auch irgendwo konterkariert. Ja? Also wenn man da einen privaten Hausbau, der weit weg ist von der Bundesvollziehung, parlamentarisch beleuchten möchte, wie das die ÖVP tut, dann ist natürlich die Frage, inwieweit ist das ernst zu nehmen. Ich gehe mit dem gelassen um, wie gesagt, und schauen wir, was passiert. Und welche Schritte setzen Sie, um da Transparenz zu schaffen? Naja, wir haben alles den Behörden übergeben. Ich habe meine Kreditverträge übergeben. Meine Frau ist ja, sage ich, genauer, was das betrifft, hat alle Rechnungen, Gott sei Dank, auch noch, was unseren Hausbau betrifft. Und das haben wir alles übergeben. Und ich gehe davon aus, das wird auch reichen, um dann letztlich einzustellen. Wir haben ja schon vorhin das Superwahljahr 2024 angesprochen. Wir sprechen zuallererst über die Landtag Wahl im Herbst. In einem Ihrer jüngsten Statements sprechen Sie von einem politischen Neuanfang für die Steiermark. Was sind die Kernpunkte Ihrer Version für die Steiermark? Ja, wir haben es einmal in der ersten Phase zusammengefasst mit bodenständig, mutig und steirisch. Ich glaube, das sind drei Begriffe, mit denen kann man was anfangen. Bodenständig ist für mich auf Augenhöhe zu sein. Ich bin, glaube ich, auch dafür bekannt, nicht jemand zu sein, der sofort nach Hause geht. Ich bin gerne unter Leute, rede gerne mit Menschen und glaube, bin auch jemand, der auf Augenhöhe agiert. Mutig muss man sein, um eben auch Themen anzusprechen, die manchmal unangenehm sind. Und auch das gibt es in der Steiermark. Wir haben hohe Kriminalitätsraten, wir haben Jugendkriminalität, wir haben Islamismus. Wir haben also schon auch Dinge, die man mit Mut und mit Offenheit ansprechen muss. Ja, und steirisch, das ist unsere Identität, das ist unsere Kultur, unsere Tradition. Dafür steht die Freiheitliche Partei und auch der Mario Kunasek. Sie haben die Kriminalität angesprochen. Diese Problematik haben wir auch verstärkt in der Bundeshauptstadt Wien. Was für Lösungsansätze würden Sie da vorschlagen, um dagegen zu wirken? Ja, auf alle Fälle muss man das einmal klar ansprechen, dass wir eine
Problemstellung haben, eine große Problemstellung haben, die sich seit dem Jahr 15 mit der Flüchtlingskrise noch mehr auch verschärft hat, dass man auch klar sagt, wenn sich jemand nicht an unsere Regeln, an unsere Gesetze, an unsere Werte halten kann, dann hat er das Gastrecht verwirkt. Ich glaube, wir Österreicher sind bekannt dafür, sehr gastfreundlich zu sein und wir haben, glaube ich, auch eine große, große Last getragen im Zuge der vielen Krisen der Vergangenheit. Nur wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, hat er das Gastrecht verwirkt. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Das muss man offen ansprechen. Und ja, es braucht auch die Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 12, weil wir leider wissen, dass die Täter immer jünger werden, aber oftmals gar nicht belangt werden können. Und da sage ich schon auch ganz offen, wenn jemand verletzen kann, wenn jemand vergewaltigen kann, wenn jemand kriminell wird, dann ist er auch reif dafür, die Verantwortung zu tragen. Und deshalb muss diese Herabsetzung auch kommen. Das Land Salzburg möchte die Asylbezahlkarten einführen. Was halten Sie von dieser Idee? Ja, wir haben immer gesagt, weniger Cash, sondern mehr hin zu Gutscheinen auch entsprechend, um auch die Anreize entsprechend zu nehmen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn jemand dann anerkannt Asylant ist, entsprechend bekommt er Mindestsicherung, kriegt die volle Unterstützung, gleich wie jeder Österreicher, der in Notlage ist, auch. Das verstehen viele Österreicher einfach nicht. Ich übrigens auch nicht. Und da muss man schon auch dran denken, nicht nur die Grenzen zu sichern, das ist ja ganz ein wichtiges Element, weiß ich als ehemaliger Verteidigungsminister, sondern auch die Faktoren abzustellen, die letztlich dafür sorgen, dass diese Menschen zu uns herkommen. Und so ehrlich und offen muss man das ansprechen. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch schon Umdenken dort und da. Und ich hoffe, das wird dann mit einer guten Wahlentscheidung auch im Herbst bei der Nationalratswahl dann auch noch einmal deutlich. Als ehemaliger Verteidigungsminister, weil Sie das jetzt angesprochen haben, wie sehen Sie die Position Österreichs? Finden Sie, dass wir eine neutrale Politik hier führen? Nein, die haben wir leider nicht mehr. Und das haben wir schon viele Jahre nicht mehr. Wir haben uns da sehr weit hinausgelehnt, haben uns der NATO daher auch angebietet. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang zu wenig Verteidigungsbudget gehabt. Das heißt, wir waren ja gar nicht in der Lage, auch unseren verfassungsmäßigen Auftrag entsprechend zu erfüllen. Das heißt, wir haben hier große, große Baustellen. Ich spüre jetzt zwar eine monetäre Verbesserung im Bundesheer, auch natürlich geschuldet den aktuellen Situationen in der Ukraine als Beispiel. Es muss halt immer erst was passieren, um dann letztlich etwas entstehen zu lassen. Aber das Bundesheer, möchte ich auch betonen, leistet großartige Arbeit, auch in der schwierigen Situation, die wir immer wieder gehabt haben, ob das Katastrophen sind, Auslandseinsätze sind und letztlich aber auch die militärische Landesverteidigung, die jetzt wieder im Fokus ist, hat man leider über viele, viele Jahre vergessen. Und da muss man auch ansetzen, wenn jemand militärisch landesverteidigen kann, so wie es die Verfassung vorsieht, dann kann er auch helfen bei Murenabgängen, bei Überschwemmungen, bei eben Katastrophen, die immer mehr werden. Umgekehrt ist es schwierig. Also eine Win-Win-Situation. Ja, wir kommen zurück nochmal zu den Landtagswahlen im Herbst. Die haben die kommenden Herausforderungen als Mutter aller Schlachten bezeichnet. Auf welche spezifischen Herausforderungen beziehen Sie sich und wie planen Sie, diese anzugehen? Ja, zunächst einmal, die Landtagswahl ist für uns eine wichtige Wahl. Ich habe die Freude und die Ehre, zum dritten Mal bereits in den Ring steigen zu dürfen. Mhm. Einmal schon mit großem Erfolg vor einigen Jahren, 2015. Einmal mit einer herben Niederlage, 2019, im Nachhall der Ibiza-Affäre und alles, was danach passiert ist. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Wir haben drei gleich starke Parteien in etwa. Also die ÖVP verliert stark, die SPÖ bleibt in etwa dort, wo sie war und wir gewinnen wieder dazu. Also ein Dreikampf, der sich abzeichnet. Und da möchte ich mit offenem Visier und mit fairen Mitteln, mit den besseren Ideen auch punkten. Und die Steiermark hat die gleichen Probleme wie auch Rest Österreich, die großen Probleme der Teuerung, der Zuwanderung, der Sicherheit. Aber wir haben auch das große Problem der Gesundheitsversorgung, ganz besonders ausgeprägt bei uns in der Steiermark, Pflegekräftemangel, Ärztemangel. Und auch eine Situation, wo man Krankenhäuser und auch Abteilungen geschlossen hat, wo auch in einem Flächenbundesland wie der Steiermark es notwendig sein wird und auch muss, dass wir flächendeckend eine gute Versorgung haben. Ganz gleich, ob man in Liezen wohnt oder in Graz. Alle haben sich verdient, in Österreich, in der Steiermark eine gute, eine flächenmäßige Versorgung vorzufinden. Und das wird eine große, große Aufgabe sein. Übrigens Kernkompetenz des Landes. Da kann man sich nicht abputzen auf die Bundesebene. Da kann der Landeshauptmann und die Landesregierung was tun. Ist leider nicht passiert. Wie gesprochen von den Teuerungen, welche Maßnahmen müssen da Ihrer Meinung nach getroffen werden, um da entgegenzuwirken? Ja, wir haben alle, und wir spüren es ja alle selbst auch, wenn wir die Rechnungen bekommen am Ende des Monats. Wir haben eine Miete, die entsprechend hoch ist. Wir haben Energiekosten, die wahnsinnig hoch sind. Wir haben viele Unternehmen, die das nicht mehr stemmen können. Also es braucht einmal konjunkturbelebende Maßnahmen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, eine ordentliche Standortpolitik zu betreiben. Ja? Nicht industriefeindlich vorzugehen, wie das in vielen Bereichen passiert. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken, in Bereichen der Lebensmittel, auch im Bereich der Mieten entsprechende Deckel einzuziehen, ja, damit es einfach nicht möglich ist, dass es immer noch in Österreich leider Faktum ist, dass Kinder hungrig schlafen gehen müssen. Ja, und da gibt es ja auch Berichte und Studien darüber, das macht einen traurig, auch als Vater eines kleinen Jungen, wenn man dann weiß, dass es da Kinder in Österreich gibt, die
eben ja, nicht ausreichend zu essen bekommen. Und da reicht es dann auch nicht die Aussage vom Herrn Nehammer, vom Herrn Bundeskanzler, der dann so ja zu McDonald's gehen. Ich finde das eine Anmaßung und eine Zumutung. Da braucht schon ordentliche Politik, die leider die Bundes- und auch die Landesregierung nicht schafft. Wir haben auch jetzt wieder aktuelle Zahlen. Die Inflation ist immer noch sehr hoch. Mhm. Sogar in Deutschland hat man es geschafft. Trotzdem kiffen sie ja, dass es erlaubt ist, oder vielleicht gerade deshalb, damit man die Politik dort aushält, entsprechend hier entgegenzuwirken. In Österreich haben wir immer noch Rekordwerte, also da ist einiges zu tun. Welches Wahlergebnis erhoffen Sie sich und vor allem welchen Koalitionspartner? Naja, Wahlergebnis ist klar. Also jeder geht ins Rennen, um ein Rennen zu gewinnen. Es geht ja niemand ins Rennen, um zu sagen, jetzt bin ich Vierter oder Dritter oder Zweiter. Jeder möchte gewinnen. Das möchte auch ich. Das ist in Reichweite, aber da rinnt noch viel Assortimur runter sozusagen. Und der Partner wird sich finden. Es ist ja oftmals so, die Koalition mit der Freiheitlichen Partei wird vor der Wahl immer ausgeschlossen von vielen Kräften. Ich halte davon gar nichts. Mhm. Jeder, der gewählt ist, hat auch den Auftrag, entsprechend Mehrheiten zu bilden. Das ist Demokratie. Mhm. Und wenn das dann möglich ist, mit welchem Partner auch immer, man wird ja sehen, wer dann noch überbleibt auch von den anderen Kandidaten, dann wird man eine tragfähige Landesregierung auch vorfinden. Ich habe gesagt, wenn wir Erster werden, dann werde ich die Gespräche auch mit den anderen beiden großen Parteien führen. Mhm. Und ich glaube, eine breite Koalition wäre hier auch notwendig, um die großen Probleme anzugehen. Mhm. Wenngleich ich offen zugehen muss, so wie die ÖVP im Moment agiert, ist es eher schwierig, mit Ihnen hier einen gemeinsamen Weg zu finden. Mhm. Sie haben es ja schon angesprochen, die FPÖ wird oft schon ausgeschlossen, bevor die Wahl überhaupt stattgefunden hat. Hat das noch mit Demokratie zu tun? Ja, das müssen eigentlich die fragen, die das ausschließen. Also ich habe nur die Erfahrung gemacht, das ist eine eigentlich Entwicklung, die schon über viele, viele Jahre gibt. Unter Jörg Haider war das so, unter HC Strache war das so, bei Herbert Kickl ist es so, bei mir ist es so in der Steiermark. Der Wähler entscheidet. Der Wähler ist am Ort, dann gibt es ein Wahlergebnis und dann wird die Rechnung gemacht. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch diesen offenen, nennen wir es einmal, Wahlkampf zu führen, mit offenem Ausgang und dann dem Wähler das Wort zu erteilen und dann letztlich eine tragfähige Regierung zu bilden. Ohne dass man vorher schon zu viel politisches Porzellan zerschlägt. Auch das ist, glaube ich, wichtig. In einer Demokratie, in der Steiermark, waren wir lange Zeit auf einem guten Weg. Schön langsam verlässt die ÖVP aber diesen Weg aus Panik und weil die Nerven blank liegen. Wobei die Zusammenarbeit im Land Niederösterreich anscheinend gut funktioniert. Die haben sich gefunden. Es gibt ein gemeinsames Programm. Ist auch gar ganz offen, weil selbst einmal Teil einer Bundesregierung, man muss ja nicht Best Friend werden. Ja. Das ist ja nicht notwendig. Es geht um professionelles Zusammenarbeiten, um das Abarbeiten eines gemeinsamen Programmes. Und das wird auch in der Steiermark möglich sein. Mhm. Wir sprechen jetzt über die Europawahl und Österreichs Rolle in der Wahl. Können Sie spezifische Politikbereiche nennen, in denen Österreich innerhalb der EU eine Führungsrolle übernehmen sollte? Und wie passt das zu den Zielen Ihrer Partei für die Europawahl? Ich glaube, wir haben schon erlebt in den letzten Jahren, dass viele, viele Fehlentwicklungen, die in Europa passiert sind, in der Europäischen Union passiert sind, direkte Auswirkungen auch auf Österreich hat, ja, und uns alle miteinander treffen. Nehmen wir wieder den Bereich der Migration her. Es ist nicht gelungen, diese sicheren Grenzen zu schaffen. Man ist sich immer noch unein, wie man hier auch vorgeht, um diese Migrationsströme einzudämmen und vieles mehr. Und da bin ich schon sehr froh, dass wir Freiheitliche zunächst einmal das Thema immer schon angesprochen haben, auch innerhalb Europas in einer sehr starken Allianz auch mit Mitte-Rechts-Parteien sind. Und je stärker diese Mitte-Rechts-Allianzen werden, desto größer auch die Möglichkeit, hier auch lenkend einzugreifen. Und ich glaube, das wird auch notwendig sein, um die großen Probleme anzugehen. Sage ich auch ein bisschen selbstkritisch, wir haben bei den letzten Wahlgängen nicht immer so richtig beherzt Wahl gekämpft. Europa und die Europäische Union war für uns Freiheitliche nicht immer das Kernthema. Aber ich glaube, die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gezeigt und die unglaublichen Entwicklungen auch in Europa. Es braucht hier eine starke Freiheitliche Partei, es braucht eine starke Allianz auch über Europa, über die Länder hinweg, um hier noch gegenwirken zu können. Und ich bin davon überzeugt, Harald Wilimski und seine Mannschaft, die das großartig machen. Dann wünschen wir toi 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 bei den kommenden Wahlen. Herr Kunesek, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Es war definitiv ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich auch, danke. Ihr liebe Zuseher, das ganze Interview gibt es natürlich nochmal auf express.at und wir bedanken uns, dass Sie heute mit dabei waren.